Als Abkühlung im Sommer, aber auch zum Schlemmen in der kalten Jahreszeit. Ein Bananenmilchshake geht super schnell und kann jeder ganz einfach zu Hause nachmachen. Moin moin Leute, Kevo hier. Heute begrüße ich euch wieder zu meiner Getränkereihe, wo euch eine Palette von warmen, kalten, süßen, säuerlichen und vielen weiteren super leckeren Getränken erwartet. Wie eben schon erwähnt, machen wir heute ein Bananenmilchshake bzw. eine Bananenmilch. Dazu brauchen wir für zwei große Portionen recht wenig Zutaten. Wir nehmen 400 ml Milch, zwei Bananen, einen Teelöffel Zucker, je nach eurem Geschmack, den könnt ihr auch weglassen, wenn es euch zu süß ist. Und das ist auch schon alles. Pauschal lässt sich sagen, dass man pro Glas 200 ml Milch und eine Banane nimmt. Zu Beginn nehmen wir jetzt eine Schüssel, beziehungsweise wenn ihr einen Mixer habt, nehmt ihr diesen zur Hand. Ich mache das alles mit einem Pürierstab, das ist genauso gut. Wir machen die Bananen etwas kleiner und geben sie einfach in die Schüssel hinein. Dabei ist das eine gute Möglichkeit, die Bananen zu verwenden, welche schon braune Stellen haben und schon ein wenig älter herumliegen. Das hat den Vorteil, dass man den Unterschied zwischen ganz frischen Bananen und älteren Bananen nicht mehr schmeckt und man somit diese auch aussortieren kann, welche man nicht mehr pur essen würde. Außerdem sind die Bananen mit dunklen Stellen viel süßer. Dadurch bekommt unser Milchshake mehr Geschmack und auch natürliche Süße. Wir müssen weniger mit Vanillezucker nachsüßen. Habt ihr die Bananen nun klein gemacht und in der Schüssel? Mixen wir dies erst einmal klein, dass es eine einheitliche Masse wird. Nehmt euch ruhig etwas Zeit und macht es gründlich. Ich persönlich mag es nämlich gar nicht, wenn ich Stücke in meinem Milchshake habe. Habt ihr das geschafft? Dann geben wir die 400 ml Milch dazu. Nehmt hier ruhig Milch aus dem Kühlschrank, dann ist der Milchshake auch gleich erfrischend kühl und schmeckt deutlich besser. Ist das erledigt, dann geben wir auch den Vanillezucker hinzu. Jetzt mixen wir das noch einmal durch, dass sich alles verteilt. Habt ihr einen richtigen Mixer, dann könnt ihr das auch alles in einen Schritt machen. Ich mache es nur versetzt, damit ich sicher gehen kann, dass die Bananen schön klein sind. Und jetzt sind wir auch schon fertig und können den Milchshake anrichten und servieren. Ich finde, es ist ein sehr leckeres Erfrischungsgetränk, das man schnell und unkompliziert machen kann. Auch kann man Proteinpulver mit reinmischen oder auch den Vanillezucker weglassen, wenn man etwas gesünder leben möchte. Perfekt für zwischendurch, als Nachtisch oder auch für Partys. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich noch Sahne draufsetzen. Probiert es doch einfach mal aus und schreibt mir in den Kommentaren, wie es euch geschmeckt hat. Über eine Bewertung und ein Abo würde ich mich sehr freuen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Bleibt gesund, euer Kevo.